Herzlich willkommen zur 32. Folge Hof Bergmann im Multiplayer mit Pascal, genau. Hallo. Ich fahre hier mal ganz schnell das Förderband weg, weil es endlich mal leer ist, damit wir das auch wieder zur Verfügung haben. Und Und dann setze ich den Pascal, Drescher und fahr weiter. setzt du dich nicht hin? Achso, ich Ich soll sitze am dreschen. Fahrer. Ja gut. Dresch du doch mal ganz kurz zwischendurch. Ich brauche noch gleich 2 Minuten. Na, 20 Ja. Sekunden oder so. So. Ich finde dieses Fließband so geil, ne? Das fährt halt 45. Aber Tobi, Zeitraffer? Uff. Kürspel? Ja, was willst du denn nachts machen? Weiß ich nicht. Ich würde das mal dreschen. Ich würde sagen, das ist perfektes Zeitraffer-Timing. Na, von mir aus. Na gut, dann gibt's jetzt hier einen kleinen schicken Zeitraffer. Zugleich zum Anfang der Folge. Und bis danach, ne? Tschüss. Also ja, tschüss, genau. Ja. Egal. Ihr kennt das ab. Ihr kennt das. Ihr wisst ja. Ich will vorher vielleicht noch eben schnell das GPS-Kurs einrichten. Das können wir machen. Den hat es nicht gespeichert. Wir ernten hier Raps, ne? Jo. Immer noch. Gut. Dann sollte das so stimmen. Und wir sehen uns nach dem Zeitraffer wieder. Tschüss. Also ja, ach, egal, ihr wisst, was ich meine.
jetzt hat der Helfer mal eben übernommen. Und ich würde sagen, da der Abfahrer jetzt auch schon zu 90%... zu schnell ist, wollte ich sagen. Und 90% voll. Sheesh. So. Wollte ich eigentlich sagen, dass wir das mal verkaufen sollten. Ja, übrigens jetzt in der Zwischenzeit, während des Zeitraffers und auch kurz danach, die Kühe und die Ziegen komplett abgetankt. Wir haben nicht die Ziegen direkt abgetankt, aber ihr wisst, dass ich Milch und Kuhmilch abgetankt und direkt in die Käserei schon mal verfrachtet, wo der Kuhkäse und die Butter gerade schon hergestellt werden, sodass die Butter eigentlich fertig ist. Ja, die Butter habe ich schon angefangen überzufüllen. Ach, der hast du übergeladen. Super. Du hast mich gerade überladen. Hat mich gewundert, dass nichts mehr drin ist. Naja, dann machst du immer ganz kurz den Abfahrer voll. Oder, nee, du gehst es dann verkaufen, oder? Gehst du das verkaufen und ich lade ein bisschen Ziegenmilch über? Gerade mal. Dann machst du Ziegenmilch und ich tue der schon Abfahrer. Wieder fest, ey. Ich sag dir, das ist... Ja. Dass Pascal immer so anfängt zu fahren und dadurch ist man dann halt, denkt man halt, man muss das dann auch weit so weitermachen. Aber eigentlich macht man das ja, muss man das so längs machen. Aber dadurch, dass Pascal schon so angefangen hat, so, ihr wisst schon, ging das dann nicht mehr von der Richtung her. Gut, dann würde ich sagen, switch ich hier mal in den Gator. Und ich drehe mich im Kreis der auf dem Felsen. Schon übergeladen, sehe ich das richtig? Ich habe übergeladen, das ist korrekt. Gut. Solltest nur noch abklemmen alles. Dann füllen wir hier mal kurz den Eimer mit Kuhmilch noch da rein. Und nehmen uns dann die schöne Ziegenmilch. Und füllen den... Gut, bin vorne Traps. So, jo, wo gibt es einen angemessenen Preis dafür, ist die Frage jetzt. Oder wollen wir es erstmal einlagern? Raps. 1300. Reifeisen, 1300. Wo ist denn das Reifeisen, ist die Frage. Das ist da neben der Kirche, gegenüber der Kirche. Ah, okay. Ja, okay, ich weiß wo. Gut, dann fahre ich ja mal ins Dorf. Warum haben wir eigentlich... Trash hängt da Baum fest, Tobi. Mal wieder. Warum ist eigentlich Verkehr aus? Wer ist hier der Host vom Surfer? Den solltest du mal fragen. Ob er den Verkehr ausgestellt hat. Weil es ja keinen gibt? Doch. Der Map keinen Verkehr. Jetzt gibt's ihn auf jeden Fall wieder. Doch, ich habe den einmal wieder in der Käsemaschine verloren. Na, typisch. Und die Ziegenkäsemaschine läuft wieder. Und der Trisch hängt an den Bäumen fest. Ach ja. Leute, ihr wisst ja, Bäume sind wichtig, aber an Feldrändern, sodass die Helfer blockieren, sind sie nicht so schön. Ich glaube, ich weiß, welche Bäume Tobi als nächstes fällen möchte. Welche Baumgruppen? Ja, Tobi, das Reifeisen hat noch zu. Macht um 8 auf. Ja gut, dann stell das mal dahin. Abfahrer steht hier fest und wartet jetzt. Kümmere dich schon mal um Drescher. Bis irgendjemand mal vorspult. Und es um 8 wird. Gut, der ist voll. Da füllen wir noch die Buttermaschine ein zweites Mal auf. Wir haben noch zwei Lieferungen gebraucht, um die ganze Milch da rein hier hin her zu transportieren.
Es ist schon über 4000 Liter. Gut, das ist nicht mehr so alt, aber dass es zwei Lieferungen sind. 800 Liter Ziegenmilch waren es, glaube ich. Alles klar. Ich laufe gerade in der Kirche vorbei und es erklingt Musik. Herrlich? Ja. So ähnlich wie Kirchenmusik. Ich kann nicht beurteilen, was Kirchenmusik ist, weil ich sehr selten in der Kirche bin. Höchstens mal nur, wenn ich mir eine berühmte Kirche ansehen möchte. Boah. Und zu Weihnachten vielleicht mal? Nee. Nicht? Nee. Gut, also wir machen das, haben das dieses Jahr auch nicht, letztes Jahr gemacht, auch nicht mehr gemacht. Aber davor waren wir eigentlich mal jedes Jahr zu Weihnachten in der Kirche, aber auch nur, weil meine Mutter halt diesen Kirchensteuer mitzahlt, warum auch immer, ich weiß nicht. Sie geht halt irgendwie nie in die Kirche. Sind wir da halt. Warum zahlt man dann überhaupt Kirchensteuer mit? Was weiß ich? Ist aber auch interessant. Die ganzen Grabsteine hier auf dem Friedhof vor der Kirche sind wirklich alle beschriftet. Und individuell. Mit Programmierern oder was? Nee. Aber ich glaube, überall dieselben Leute drauf. Das Ehepaar John und Jane Doe. Gut, Käsemaschine läuft wieder. Eigentlich sind die Grabsteine mehr oder weniger nur Copy-Paste und teilweise sind sie abgerundet, teilweise nicht. Aber trotzdem, das ist ein Teil, dass ja wenigstens überall auch Leute draufstehen. Also wenig gibt es halt, ne? Die Schrift ist zumindest Copy-Paste. Die Steine ist unterschiedlich, aber die Schrift ist Copy-Paste meistens. Wolltest du nicht hier irgendwie den Drescher nicht drum kümmern? Wollte ich das? Ja. Hab ich gesagt, dass du das willst. Muss ich gar nicht, dass ich das wollte. Oh nein, ich höre wieder das. Was denn? Ich kenne das Ventil. Ah, okay. Gut. Alles gut. Dann ist ja gut. Jo. Machen wir ja die Schläuche ab. Einen müssen wir wieder drauf machen. Und dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal zur Waschstation. Und machen den Gator und das Fass mal wieder sauber, nachdem sie jetzt ein bisschen in Einsatz waren. Ich muss mal schnell was nachgucken. Was müssen wir mal nachgucken? Okay. So. Der Gator mal wieder ein bisschen sauberer hier. Der wird aber auch schnell schmutzig. Vor der BGA ist ein riesiges Silo hier. Ist ja krass. Der wirklich gigantisch, dieses Silo. Ist vielleicht der Gastank? Nee, das ist ein richtiges Silo für Silage. Wo man Silage drin kann. Also links und rechts einfach nur eine Betonmauer. Also ist wirklich gigantisch. Da passt einiges in Silage rein. Ja genau, ich will jetzt das Fass konfigurieren. Die blöde Werkzeugkiste, ne? Ja. Biogasanlage, Explosionsgefahr, Feuer und Rauchen im Umkreis von 10 Metern verboten, ne? Ja. Darauf erstmal einen Böller anzünden. Nein, um Gottes Willen, bitte nicht. Das gibt nämlich einen ordentlichen Wumms und ist echt gefährlich für. Also, ja. Mensch. Sicherheitsbestimmungen bitte einhalten, wenn ihr in der Nähe von Biogasanlagen oder anderen ähnlich gefährlichen Sachen seid. Ach, so weit weg ist die Biogasanlage gar nicht. Ja, ich weiß. Müssen wir trotzdem erst kaufen. Naja, aber trotzdem hier einfach in der Obstteil den Weg weiter hinter. Da kommt man der Biogasanlage an am Ende. Gucken, wie es den Tieren geht. Dann mache ich mal hier ein bisschen die Zeit hoch. Ziegen ist gut, könnte nur ein bisschen
Also, nee, ja, die Ziegen sind gut. Kühe sind auch gut, könnt vielleicht auch einen kleinen Tropfen Wasser. Die brauchen wir wie immer Wasser. Müssen wir uns mal einen größeren besorgen. Hunde sind auch gut und Enten könnten auch einen kleinen Schluck Wasser erhalten, ansonsten ist es auch perfekt. Also nur Enten und Kühe bräuchten ganz klein bisschen Wasser, viel nicht. Jo. Mann, das hat dieser Trescher immer. Der ist wieder hier vorne an Bäumen. Naja, klar, der hängt da jetzt auch jedes Mal. Null Euro Lohnzahlung, ich werd verrückt. Diese teuren Helfer immer, ne? Ja. Da wollen die mir auch noch Reisekosten hier, dass ich die bezahle. Wir haben auch noch 22.911 Liter Stroh. Brauchen irgendwann mal eine Ballenpresse. Irgendwann müssen wir nochmal herausfinden, wie man hier was reinfüllen kann. Das könnt ihr euch mal probieren. Ich hole mal ein 6R und spanne hinter mal den Düngestreuer. Ist das ein Plan, Tobi? Ja, kannst du machen. Weil Feld 4 düngen müssen wir ja. Was denn? Da hängt wieder ein. Kein Bock. Was steht denn auf der Waage? 30.303. Aha, ich habe aber nur 21.000 hier drin. Vielleicht wird der Trecker mitgewogen oder sowas? Jo. So, hier können wir übrigens auch dieses Rubicon oder wie das heißt. Ja. Rubin TT. Flüssigdinger. Achso, ja gut. Wir haben aber nichts zum Entladen. Er steht doch, jetzt beim Dienst. Er spielt beim Reifeisen und wartet. Ist denn schon um 8? Ja, ist es. Also kann man dann einmal zum Reifeisen und dann dort verkaufen. Machst du das mal? Wo kann man hier verkaufen? Und die Kleewiese ist wieder reif, Tobi. Oh, jippie. Können die wieder verkaufen? Können wir? Reifeisen? Nee, warte. Soll ich die verkaufen? Markierung setzen. Tobi, soll ich die Kleewiese verkaufen? Kannst du machen, ja. Wir kriegen fast 100.000 raus. Ich habe auch mal überlegt, ob wir uns vielleicht einen größeren Tank kaufen für irgendwas. Also zum Beispiel zum... ach, wir haben ja noch einen größeren, ne? Ach, jetzt geht's. Also wir haben eigentlich noch einen größeren, ne? Alter, ja. Hat das immer noch immer so schlecht funktioniert mit den Schläuchen. Das ist das Problem. Das schmeckt. Ich glaube, wir können bald wieder investieren. Ich sag ja, einen großen LKW mit. Da fehlt bei einem großen LKW, wo du hinten nicht fast dran machen kannst, oder ein Fass, ein richtiges, was auch mit dem Schlauchsystem 1A kompatibel ist, so wie das John Deere Fass. Da wird es nämlich schwierig. Können wir mal gucken. LKW würde ich den ganz normalen MAN nehmen. Und wieso LKW? Und was haben wir denn hier noch für Tierhaltung hier? Wie viel kostet bitte so ein LKW, wenn ich fragen darf? Das Ding kostet 68.000, der größte Tank. Na, der LKW? 130.000. Das ist ordentlich. Da würden uns 20.000 fehlen. Das ist aber schon eine echt fette Investition. Nur damit wir mehr Milch oder Wasser gleichzeitig transportieren können. Da waren wir es dann halt, ne? Ich würde das eher in neues Saatequipment, also eine Einzelkorn-Saatmaschine, so wie hier Dings.
einen Maishäcksler investieren. In Maishäcksler? Ja, so wie teuer ist denn das? Der kleine? Kostet 275.000. Ja. Kein Klee häckseln. Also jetzt habe ich auch noch mal die Kirche gezeigt. Wo können wir das dann verkaufen? Hier, ne? Ja. Hier kann man Wein und Brote verkaufen. Und der sieht so aus, als hätte der Wein ist woanders gelandet. Es wäre der Wein woanders gelandet. Ja, ist aber schön gemacht hier, ne? Mhm. Gut, das Feld wird gedüngt, Tobi. Okay. Also von mir aber jetzt manuell mit GPS. Nicht ohne. So. Ab. Dann würde ich sagen, fahre ich hier mal zurück zu Feld 4. Damit wir dann da noch den Drescher abtanken können. Und das ist Feld 7. Jo. Dann können wir ja mal gucken. Pascal meinte jetzt Mais oder halt mit Einzelkorn. So weiß ich nicht. Silageprojekte machen, damit wir ein bisschen Mais-Silage mal herstellen. Mais-Silage braucht dem Hof noch gar nicht. Na gut, ich meine, wenn wir uns schon einen Häcksler kaufen. Einen Häcksler. Und eine Einzelkorn-Sahnmaschine. Dann würde ich das schon ein bisschen größer machen. Weißt du? Nicht nur so ein kleines. Oder wir machen häufiger kleine. Feld 4 und 5. Können wir machen. Ja, Feld 5 ist ja gerade angesät. Na gut, dann lassen wir halt Feld 4 einmal düngen, untergrubbern und dann lassen wir das ein bisschen brach liegen. Das ist ja irgendwie so das Problem. Oder? Kann man auch machen. Kann man machen, ja. Also wir kriegen noch mal, weiß ich nicht. Naja, 15.000 da vielleicht noch mal raus von dem Raps. Mhm. Ich weiß nicht, ob jetzt noch irgendwo was auf Lager ist. Wenn nicht. Weiß ich auch nicht, müssen wir nachschauen. Dann schaue ich das als letzte Amtshandlung in dieser Folge nach. Denn, ja, wir haben diese Folge wieder ordentlich geschafft. Zum Teil mit und ohne euch. Wir haben auch noch 13.000 Liter Weizen. Das brauchen wir für die Enten, ne? Ich wollte sagen, das haben wir doch für die Enten festgelegt. Also wir haben ja auch noch zwei Fässer, ne? Einmal das LFM. Aber da war ja irgendwie ab und zu so ein bisschen buggy. Hm. Und dann haben wir noch dieses uralte Fass. Nee, ja, das ist uralt Fass. Was wir es jetzt noch gar nicht versucht haben zu nutzen, richtig. Das hat auch so einen Anschluss, also. So die Frage. Ich weiß nicht, wie viel passt da rein? Das weiß ich auch nicht. Ist der hier dabei oder wo war der? Ich schaue auf jeden Fall mal nach. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mit wieder spannenden Dingen hier auf der Hof Bergmann. Ja. Tschüss.